So, hi, herzlich willkommen im Jahr 2013 beim It's Phil's Vlog. Ich begrüße dich ganz herzlich, ich bin wieder da. Es hat lange gedauert, ihr seht es auch an meinen Augen, die sind noch ziemlich malediert. Oder auch an der Stimme, die mir ein bisschen versagt. Ich war jetzt schon längere Zeit schwer krank gewesen. Deswegen hat sich ein Vlog jetzt nicht so wirklich angeboten, aber ich bin wieder da. Neues Zimmer seht ihr auch im Hintergrund. Die Tapete ist scheiße, deswegen kommt eine neue hin. Allein für das YouTube-Zimmer kommt eine neue Tapete hin. Das dauert jetzt noch ein bisschen, aber das kriege ich auf jeden Fall noch hin. So in den nächsten 2 bis 3 Vlogs kommt hundertprozentig ein Greenscreen noch hinten ran. Das wünsche ich mir, das hoffe ich, dass es klappt und mal schauen. Aber jetzt nun zum Film, den ich euch heute vorstellen möchte, oder den Trailer von dem Film Django mit Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio. Der Film hätte ich eigentlich so gar nie gesehen. Ich habe mir erst gedacht gehabt, Western ist nicht so mein Fall. Ist in der Schublade verschwunden. Dann dachte ich mir, gut, einer meiner Lieblingsschauspieler spielt mit. Ich könnte mir vielleicht antun. Gut, dann habe ich es gemacht. Ich bin in Django reingegangen und ich war entsetzt. Denn der Film widerspricht allem, was ich vom Western kenne. Es geht nicht um dieses einfache, es ist 12 Uhr, lasst uns auf den Vorplatz gehen und lasst uns die Köpfe abschießen. Nein, Schwachsinn. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht einfach nur darum, um Freiheitskampf, um Überzeugung, um viel Bum Bum und Peng die ganze Zeit. Das ist geil. Das ist einfach nur gut gemacht. Ich habe jetzt einen Trailer für euch dabei. Schaut ihn euch an und ich empfehle euch mit 5 Sternen, das ist die höchste Wertung, die ich abliefern kann, ihn einfach anzugucken. Lasst euch überraschen. Der Trailer verspricht einiges, was der Film noch zeigen wird. Aber ich denke, das Bombastische wirst du noch im Film erleben. Hundertprozentig. Und wenn ihr euch nicht mal Hocker haut, ihr habt unten, da unten irgendwo, Moment, ein Kommentarfeld, wo ihr einfach posten könnt, was euch nicht gefallen hat. Das würde mich sehr wundern, denn er ist ja auch sogar Oscar prämiert oder wird Oscar prämiert. Da bin ich mir 100% sicher, für welche Kategorie weiß ich jetzt nicht, werden wir sehen, aber er wird es packen, hundertprozentig. Denn der Film ist gut. Und das wissen auch die Leute aus Hollywood, dass der Film richtig gut ist. Quentin Tarantino hat wieder ein Meisterwerk abgelegt, den wir so leicht nicht aus der DVD-Kiste werfen werden. Ja, ich würde sagen, wir starten den Trailer und ich bin danach nochmal kurz für euch da. Und das war jetzt erstmal der erste Vlog im Jahr 2013. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Trailer, ne? Weißt du, was ein Kopfgeldjäger ist? Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, desto besser die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Ich weiß nur nicht, wie die aussehen. Aber du schon. Sie haben meine Frau gefangen und verkauft. Aber ich weiß nicht an wen. Calvin Candy. Das ist der widerliche Gentleman, dem sie jetzt gehört. Broomhilda ist mein Eigentum. Und mit meinem Eigentum kann ich tun und lassen, was immer mir gefällt. Hilf mir, die Brittle-Brüder zu finden und ich helfe dir, deine Frau zu retten. Es kann losgehen. Ich bin Dr. King Schulz. Das ist mein Gehilfe Django. Kommen Sie zu uns. Wir haben gerade einen Kampf. Das ist ein hübscher Zeitvertreib. Wo haben Sie den aufgetrieben? Eine glückliche Fügung hat Django und mich zusammengeführt. Beweg dich. Ich habe schon von dir gehört. Du machst mich neugierig. Ich bin neugierig, was sie neugierig macht. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Die Jungs sind so viele Meilen geritten und haben richtig Ärger bekommen, nur für dieses Mädchen. Hey, süßer Troublemaker. Du teuflischer kleiner Charmeur, du. Die verarschen sie nach Strich und Faden. Ich war mein Leben lang umgeben von schwarzen Gesichtern. Ich habe mich immer gefragt, wieso machen die keinen Aufstand und töten die Weißen? Wer weiß, was noch passiert? Hier kommt ihr nicht lebend raus. Hat einer noch extra Kapuzen dabei? Nein, keiner hat extra Kapuzen dabei. Man wird doch mal fragen dürfen. Krieg ist eine schmutzige Sache. Da halte ich mich dran. Jetzt wird es schmutzig. Wie heißt denn du? Django. Das D ist stumm. Django!
Nur in Begleitung von Erwachsenen.